back from the dead. Samstag, der 7.12.2019 und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang erstmal ein paar Leute hier gegrüßt, und zwar Nikita, Penta, dann Luki der Wanderer, wir haben Milta, Schneller Fuß, Ole, Rafa, André und Jonas. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute gibt es was Neues. Also linke Seite angefangen, wir haben Hasch am Start. Die sieht ein bisschen böse aus, muss man sagen. Da gehen die Grüße nochmal raus, auf jeden Fall. Und die Herzen unten mitten in die Kommentare für Nox. Der hat mir den nämlich gerade während des Livestreams geschenkt. Vielen, vielen Dank nochmal. Die guckt wirklich böse, oder? Ist nicht jedermanns Style, kann ich verstehen. Aber ich finde, die ist schon nice irgendwie. Die hat schon was. Ich finde die irgendwie so ein bisschen slick. Ist echt ein cooler Skin, muss ich ganz ehrlich sagen. Backbling geht auch klar, passt natürlich hundertprozentig dazu. 1200 V-Bucks, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skin. Meiner Meinung nach, wie gesagt, muss man mögen. Bisschen böse ist die schon, aber ein trotzdem cooler Skin. Und kommt mit richtig, richtig geilen, Harvesting-Toolen. Silent Strike, Doppelschwerter, hier 500 V-Bucks. Und ihr habt's gehört, super, super leise, super slick. Bin ich echt am Überlegen, mir den noch zu holen, weil die passen ja zu 100% dazu. Ich bin zwar so ein Fan von der Minty, aber ich muss sagen, das passt natürlich super dazu. Und Schwerter finde ich sowieso geil, vor allem, wenn die sehr leise sind. Ja, super nice. 500 V-Bucks, komplett neu, absolut cool. Weiter geht's mit Bundles. Der ist gestern ja reingekommen. 1200 V-Bucks mit seinem coolen Pinguin auf dem Rücken. Und hier oben, das auf der Stirn, ist das, was reactive ist. Das habe ich mir sagen lassen. Ja, muss man mögen, wie gesagt, für die Leute, die gerne die Furries mögen oder die Teddybären. Und aber auf jeden Fall fürs Backbling ist schon geil. 1200 V-Bucks geht auch klar. Also interessant auf jeden Fall, dass der auch neu drin ist von gestern. Und dann haben wir das Set hier wieder drin. Einmal mit Honey Hitters für 800. Auch ein mega geiler Sound, muss man sagen. Hört sich auch gut an. Und natürlich hier mit unserem immer fröhlichen Bushranger am Start für 1200 V-Bucks. Der sieht super happy aus, immer, oder? Dem passiert nie was Böses. Der ist cool und kommt hinten mit so einem Bienenstock noch auf dem Rücken. Auch absolut nice. Ist ein richtig cooler, verrückter Skin. Muss ich auch mal wieder ein bisschen öfter spielen. Müssen wir mal so ein Squad mitmachen, würde ich sagen. Also, cooles Set auf jeden Fall. Das wieder am Start. Das war zuletzt drin vor 30 Tagen. Weiter geht's mit Bone Wasp für 1500 V-Bucks. Der kommt hier mit so einer coolen Klinge auf dem Rücken. Erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy, so Riesenschwerter. Ja, ob man den mag, ist halt eben so die Frage. Der hat halt echt so ein komisches Ding auf hier. Ich weiß auch nicht, ist das ein Helm oder so? Sieht halt super weird aus, was er auf hat. Absolut komischer Skin, 44 Tage her. Dann geht's weiter mit der Spectral X. Die ist schon nice. 800 V-Bucks, damals ein absolutes Highlight gewesen. 18 Tage her, dass sie das letzte Mal drin war. Dann haben wir Assault Trooper drin. 800 V-Bucks, also ein cooler 800er Skin. Standarddesign auf jeden Fall, zumindest früheres Standarddesign. 27 Tage her. Dann haben wir, ja, das ist hier der Rap, der neu reingekommen ist, passend zu dem Silent Stalker Set. 300 V-Bucks, wir cyclen das mal durch. Nicht animiert, da gehen die Grüße raus an Palace, der hat mir das jetzt während des Livestreams nämlich geschenkt. Bitte mal ein paar Herzen in die Kommentare für Nox und für Palace. Vielen, vielen Dank nochmal. Auch ziemlich nice. Passt natürlich auch perfekt zu dem Set, ne? Und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Rebel für 200. 22 Tage her. Schöner Siegertanz. Und dann, wer ein bisschen abgehen will, für 500 V-Bucks. 20 Tage her. Ja, absolutes Highlight heute, würde ich sagen, ist Hasch. Muss man natürlich mögen. Der ein oder andere mag's. Ich habe es im Chat schon gelesen vorhin. Es gibt Leute, die mögen ihn nicht, aber den Skin, wie gesagt, ist alles immer Geschmackssache bei jedem Skin, genauso wie beim Bushranger oder bei Bundles. Deswegen Highlight geht da raus für mich an Hasch. Und der Shop bekommt von mir heute eine 6 von 10. Ich feiere die nämlich. Bushranger ist auch cool, dass er wieder da ist. Und vor allem die Silent Strike, die sind richtig nice. Aber ihr könnt ja gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.